Freunde, der offizielle Trailer zu Poppy Playtime 3 ist jetzt draußen. Nicht diese Fanmade-Dinger, nicht diese Fakey-Makey-Clickbait-Scheiße. Nein, es ist wirklich der Trailer zu Poppy Playtime 3 und ich habe nicht reingeschaut. Ich habe wie ihr nur dieses Thumbnail gesehen, diese Maske. Sonst weiß ich gar nichts. Ich habe noch nicht reingeschaut und wir gucken jetzt zusammen rein, Freunde. Ich bin gespannt. Und noch eine Sache, Freunde. Ich war jetzt länger inaktiv. Ich hatte so viel zu tun, aber ich bin wieder da. Das heißt, ich versuche jeden zweiten Tag. Ich sag's jedes Mal, aber ich krieg's nicht hin, aber diesmal wirklich jeden zweiten Tag ein Video. Ich versuch's. Ich sag das immer, damit ich mir selber die Challenge setze. Ich hab's meinen Bros gesagt da draußen. Deswegen ziehe ich durch. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Ich habe Angst, enttäuscht zu werden. Ihr kennt das. Okay, Freunde. Play. Okay, ich verstehe. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. Soll ich reden? Soll ich meinen ersten Eindruck? Geht nicht lang. Okay, ich werde jetzt einfach nichts sagen. Ich werde danach sagen. Aber eins, man hört halt, dass es nichts mit. Also man hört eher, dass er sagt halt so Sachen wie: Es gibt nichts Schöneres, als Kinder lachen zu sehen. Und ja, also so der Grund dafür zu sein, Kinder lachen zu sehen. Und. Aber ich sag gar nichts mehr. Also, soll ich übersetzen oder nicht? Sagt ihr, ich bin still. Ich bin aufgekratzt, Freunde. Ja. Mommy Longlegs. Diese Firma wäre nichts ohne die Spielsachen und so weiter. Okay. Das ist, warum es ist mit enormem Pleasure, dass als der Founder von Playtime Call, ich announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved. Oh! Never without a hand Maske, Gasmaske. See a monster in their closet. May play care bring joy, inspiration and smiles to every child. Er sagt nichts wirklich Wichtiges. Applaus. Das ist der Gegner von Kapitel 3. Nicht so Daddy Longlegs, Mami, Onkel Sam, Dings. Das ist der Gegner. Das ist der, nicht Daddy, rechter Arm, Winkel. Das ist der Gegner. Eine Gasmaske mit Skateboardrädern. Und Schnuller. Okay. Weiter. Schon geil. Schon sehr, sehr geil. Das war's. Das war's. Das war's. 2023. Ja, natürlich. Natürlich. Nächstes Jahr erst. Das haben wir schon geil gemacht. Hier, so wie das so langsam ausfadet. Das war's, oder? Ja, das war's. Das war's. Oh, Freunde, das reicht mir nicht. Das ist doch kein Trailer. Okay, das ist ein Teaser, so ein kleines Teaser. So ein bisschen so, hier, bitteschön, so ein bisschen. Er hat uns ein bisschen angespuckt, so ein bisschen. Hier kriegt ihr ein bisschen Ding. Schwierig, Freunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, das ist der Gegner. Freunde, hört auf meine Worte, ich prophezei euch eins. All die YouTuber, die ihr geguckt habt, die Spiele spielen, die werden jetzt 10 Theorievideos machen. Die werden sagen, in dem Auge von der Maske ist Talking Angela. Aber würde ich auch machen, wenn ich nicht so faul wäre. Ich würde jetzt auch 10 Videos machen. Hier, das in der rechten Pfote da hinten, Dings, bestätigt sich, dass da Daddy Longlegs erscheint aus der Blume heraus. Und dann Five Nights at Freddy's. Und dann Huggy Wuggy. Und dann Freddy Fazbear hier unten durch. Ihr wisst, ach, keine Ahnung. Freunde, was soll ich sagen? Also nichts, man weiß gar nichts. Man weiß nur, dass das der Gegner ist. Und der Hype wieder da ist. Poppy Playtime Hype ist da. Lass mal nochmal gucken. Was sagt der genau? Was passiert hier? Never without a doubt that as the founder of Playtime Call, I announced Playcare, our very own on-site orphanage. Playgame. Should never be left. Was sagt der? Nein, ich hab's nicht verstanden. Ich verstehe nicht. Playcare. Our very own on-site Playcare. Ja. A child should never be left unloved. Never without a hand to hold. Ein Kind sollte niemals ungeliebt sein. Niemals allein gelassen werden. Niemand allein gelassen sein mit dem Monster im Schrank. Und die Firma soll halt, ja, Liebe und Spaß den Kindern bringen. Er liebt Kinder. Man hört Applaus. Also er hat eine Rede gehalten. Und jetzt ein Übergang zu schreienden Kindern. Aber richtig schreienden. Die wissen, wie man das gut macht. Die wissen, wie man das gut macht. Es ist halt nichts. Man weiß gar nichts. Ich will einmal noch gucken. Ein einziges Mal noch, okay? Nur irgendwas haben wir übersehen. Lass mal richtig gucken, nochmal kurz. Man hat halt, ja, Gegner von Kapitel 1 gesehen, Gegner von Kapitel 2. Ich schwör's euch, diese Theorien. Daddy Longlegs. Daddy Longlegs. This company and its toys are nothing without them. Das ist so geil gemacht, wirklich. Was ist das?
Das sind Poppys Schuhe. Das sind Poppys Schuhe. Ich google kurz. Das sind Poppys Schuhe. Okay, Google. Zeige mir Poppy. Laut Wikipedia, Poppy ist eine US-amerikanische Sängerin. Nein. Zeige mir Poppy von Poppy Playtime. Laut Wikipedia, übersetzt von Google, Poppy. Nein, ich will Bilder von Poppy sehen, nicht Huggy Wuggy, Mann. Huggy Wuggy ist einfach Huggy Wuggy. Ich sehe überall Huggy Wuggy, Supermarkt, so überall gibt's Huggy Wuggys jetzt. Poppy Playtime. Poppy. Das sind ihre Schuhe. Man erkennt das nicht richtig, aber das sind ihre Schuhe. Das sind ihre Schuhe. Sind das Poppys Schuhe? Stellt euch mal vor. Dieser Zug. Nein, die ist ja nicht gestorben, das war gar keinen Sinn. Es war keinen Sinn, aber man sieht halt Huggy, dieses Reden, damit die 8 Minuten voll kriegen, aber nein, wirklich, ich bin wirklich interessiert. Man sieht halt Huggy, Gegner besiegt, fertig. Mommy Longlegs besiegt, tot. Und dann so Teile von den. Aber wer ist Schuh? Wir hatten aber Schuh als Gegner nicht. Wir bringen Joy, Inspiration und Smiles zu jedem Kind, der diese Türen entert. Es ist sehr, sehr lecker. Es ist sehr, sehr lecker gemacht. Also wirklich sehr, sehr lecker gemacht. Aber das ist doch nicht der Gegner. Es passt halt überhaupt nicht vom... Es ist nicht der Gegner, als ob er dann so rumfährt. Ist das der Gegner? So eine Maske? Mit so einem Schnuller? Ich glaube nicht, oder? Also ich wette, die werden das schon irgendwie cool... Aber wenn man sich Huggy anguckt, dann denkt man sich, ja, okay. So, das Viech. Nee, aber das ist ein Auto. Als ob so. Ja, das ist ein Spielzeug. Doch, das ist der Gegner. Jetzt, doch, safe der Gegner. Ich versuche so ein bisschen mehr so rein zu interpretieren. Dass so Gasmaske, dass man die braucht, weil da irgendwie so. Da hinten sieht man. Ah, nein, die kennt man, die Kollegen. Ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr sicher, dass das der Gegner ist. Ich bin halt gespannt, wie er. Ich kann den nicht ernst nehmen, wenn er so durch die Gegend fährt, aber die werden das eh schon irgendwie cool umsetzen. Ja, ansonsten 2023. Wir müssen noch warten, Freunde. Aber ich bin gehypt, ihr seid gehypt. Es wird komplett abgehen. Also ich bin sicher, das Internet wird kaputt gehen. Sobald dieses Spiel rauskommt, wird das Internet offiziell kaputt gehen. Ihr werdet sehen, Internet funktioniert nicht mehr. Uff, schon geil, Mann. Ich bin ein bisschen traurig, dass man jetzt so lange warten muss. Die werden wahrscheinlich noch so einen richtigen Trailer, weil das war jetzt so ein Teaser-Trailer. Das war der Trailer vom Trailer. Aber die werden noch richtig was raushauen. Wahrscheinlich so, ich sag Dezember, kommt so mal ein richtiger offizieller Bam-Trailer. Und dann wird das Spiel, aber das wird abgehen, Freunde. Das wird abgehen. Und ich bin froh, dass wir uns connecten, dass wir es gemeinsam reinziehen werden. Gemeinsam komplett, die komplette, bis das Spiel, keine Ahnung, ach komm, ich kann nicht reden, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seid von Anfang an dabei und es freut mich extrem. Freunde, das war's für heute. Wie gesagt, ich bin gehypt. Einmal noch kurz. Hört mal diesen Übergang von den Leuten, vom Publikum und dieses Geschrei, diesen geilen Übergang. Macht mal die Augen zu, hört. Schon geil, Mann. Das ist Kunst. Dieser Übergang von Applaus von Leuten, die diesen Typen feiern, diesen Director, diesen CEO und dann halt diese schreienden Kinder, die was immer eskalativer wird. Schon geil, Mann. Freunde, ich bin weg. Ich bin froh, Freunde, dass nach so einer Pause, wo ich keine Videos gemacht habe, hier auf dem Kanal, dass das erste Video ist. Danke, das pusht den Algorithmus. Freunde, wir sehen uns wieder. Ich versuche, wie gesagt, jeden Tag, jeden zweiten Tag auf jeden Fall mindestens wieder Videos zu machen. Ich küsse euch, hat echt Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht, mal wieder so auf sowas zu reagieren. Das ist eine Reaction, die vom Herzen kommt. Weißt du, so, wo ich selber richtig drauf Bock habe. Die anderen Sachen sind teilweise so, ja, was sie mir empfehlen, dann gucke ich rein und ja, manchmal ja, wieder dieser Professor Void, wo ich nicht gefühlt habe, dafür ist die Präkoning mehr gefühlt. Aber das Ding kam wirklich vom Herzen, das merkt ihr auch. Man merkt da wirklich, wenn da wirklich was vom Herzen kommt, dann kommt es vom Herzen und nicht vom Fuß. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Also übermorgen oder so. Ich bin weg. Und ich bin sehr, sehr gehypt.